Herzlich willkommen, ihr Wortschätzchen. Gestern fragte mich ein ukrainisches Mädchen, kannst du mir mehr von Deutschland erzählen? Wo bin ich hier eigentlich? Ich sagte, klar, gerne. Du bist hier in der Bundesrepublik Deutschland, im Bundesland Bayern. Sie sah mich fragend an. Also, in welchem Land bin ich? Deutschland oder Bayern? Ja, das mit mehreren Ländern in einem kann verwirrend sein. Deshalb sehen wir uns heute die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland genauer an. Seid ihr bereit? Na dann los! Zuerst ein paar allgemeine Informationen zu Deutschland. Deutschland heißt eigentlich offiziell Bundesrepublik Deutschland. Deutschland, die BRD, ist ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat mit etwa 83 Millionen Menschen. Deutschland liegt in Mitteleuropa und somit in der gemäßigten Klimazone. Die BRD grenzt im Norden an die Nord- und Ostsee, im Süden an die Alpen und den Bodensee. Welche anderen Länder umgeben die BRD? 9 Länder haben Landgrenzen zu Deutschland. An die BRD grenzen von Norden im Uhrzeigersinn Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande oder Holland. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Diese gibt es noch gar nicht so lange, wie viele denken. Das Deutsche Reich 1918 bestand noch aus einigen Königreichen, aus Herzogtümern, Großherzogtümern, ein Haufen Preußen im Osten oder Nordosten, ein loser Zusammenschluss, man arbeitete zusammen, man war vorher regiert worden unter einem Kaiser. Nach 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, kam die Weimarer Republik und vor dem Zweiten Weltkrieg sah das Deutsche Reich so aus. Keine echte Aufteilung und eine möglichst zentrale Verwaltung von der Hauptstadt Berlin aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland von den alliierten Siegermächten in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, die englische, die französische, USA und die russische oder Sowjetunion im Osten. Sogar die Hauptstadt Berlin wurde nochmal in 4 Teile geteilt. Der östliche Teil unter der Aufsicht der Sowjetunion wurde später durch eine Mauer abgetrennt, wie auch der ganze Ostteil der Sowjetunion von Deutschland abgetrennt wurde. Die 3 westlichen Bereiche wurden auf Drängen der Briten als BRD zusammengefasst und in die heutigen Bundesländer aufgeteilt, zumindest ungefähr in die heutigen. Nach dem Fall der Mauer kommt auch ab 1990 der östliche Teil wieder zurück zur BRD. Sie besteht heute aus diesen 16 Bundesländern. In alphabetischer Reihenfolge sind das Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Man teilt die Bundesländer auch gerne auf in 13 Flächenländer und die 3 Stadtstaaten: Bremen, Hamburg und Berlin. Auch spricht man selbst nach über 30 Jahren nach der Wiedervereinigung in der BRD noch oft von Ost- und Westdeutschland oder von den neuen und den alten Bundesländern. Die Bundesländer der BRD sind nach der föderalen Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland ihre teilsouveränen Gliedstaaten. Sie bilden nach dem Grundgesetz gemeinsam einen souveränen Bundesstaat, die BRD, also keinen losen Staatenbund. Und sie haben eigene Verantwortung in zum Beispiel Verkehr, Bildung, Kultur oder Polizei und dürfen auch eigene Verträge mit anderen abschließen. Sie haben ihre eigenen Landtage, ihre Abgeordneten und Minister und verursachen somit 16-fach Verwaltungskosten.
Die Bundesregierung in Berlin kümmert sich dann eher um Klimaschutz, Energieversorgung, Allgemeines wie Außen- und Finanzpolitik oder natürlich die Verteidigung. Dem ukrainischen Mädchen sagte ich dann noch, dass sie im mit Abstand größten Bundesland Bayern wohnt, die meisten Deutschen aber in Nordrhein-Westfalen leben. Das sind dort ungefähr 17 Millionen. Dass Deutschland und seine Länder meist gut zusammenarbeiten, aber man sich auch ab und zu endlos um irgendetwas streitet. Lebt ihr in Deutschland? Dann schreibt doch in die Kommentare, in welchem Bundesland ihr lebt und was euch dort gefällt oder vielleicht nicht so gefällt. So viel zu Deutschland und seinen Bundesländern im Überblick. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare, Kritik und Wünsche. Schreibt einfach etwas in die Kommentare oder lasst es uns wissen per E-Mail, auf Instagram, auf Twitter. Wenn ihr keins dieser Videos verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Was wollt ihr wissen? Welche Fragen habt ihr? Ähnlich vielleicht wie das ukrainische Mädchen. Lasst es uns wissen. Noch viel Spaß weiterhin in Deutschland, beim Deutschlernen oder warum auch immer ihr dieses Video angeschaut habt. Bis demnächst, ihr Wortschätzchen.